Ich bin der Ueli Müller, der Geschäftsführer vom Zürcher Brockenhaus. Und ich zeige euch heute ein paar ganz coole Gegenstände. Einer von unseren Schätzen, der hängt bei uns schon seit 10 Jahren. Also es geht um die Deckenleuchte von Tobia und Arfa Scarpa aus den 60er Jahren. Das ist eine Messing-Deckenleuchte, die Nictea heisst. Ich konnte diese Lampe vor 10 Jahren von einem ganz bekannten Schiffshändler kaufen. Wo er die her hat, das ist nicht ganz klar. Er hat aber Kontakt gehabt, immer zu der ganzen Welt. Ist so zwischen 2.500 und 3.500 Franken. Das nächste Teil, das ich euch gerne zeigen möchte, ist der grosse Klassiker von Jacobson, das Modell 3107. Das ist selber irgendwo zwischen 150 und 250 Franken. Vor einiger Zeit haben wir ein Telefon bekommen von einer bekannten Speditionsfirma, dass sie seit 20 Jahre eine Lagerbox haben, die eigentlich nie mehr bewirtschaftet worden ist. Und so sind wir dann zu einer wunderschönen Antimod-Knoll-Sofa-Gruppe aus den 50er Jahren gekommen. Das hat irgendeinen Wert so zwischen 3 und 7.000 Franken in diesem schönen Zustand. In meinen Ferien einmal, in meinen seltenen Ferien einmal, bin ich im Hotel Paradies gewesen, in Rucciolo, die nette Rezeptionistin gesagt hat, sie höre jetzt hier auf, und ich dann frage, wieso und warum. Ja, weil alle müssen gehen, weil sie aufhören. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit den Inhabern, sehr nette Leute, und habe dann mit ihnen abgemacht, dass wir gegen ein kleines Entgelt für das Personalfest, so ist das mir mitgeteilt worden, wir dürfen das Hotel räumen. Und die grossartige Statue, die stammt wahrscheinlich nicht ganz aus den 60er Jahren, ist aber ein Symbol eigentlich für das Hotel. Sie ist irgendwo am Eingang gestanden. Die ist jetzt bei uns, die Figur, und ich tue mir ehrlich gesagt auch schwer, die wieder auf die Reise zu schicken. Vielleicht 2.500 Franken, vielleicht 3.500, irgendetwas in dieser Größe noch. Über uns schwirrt da das Flugzeug. Es ist ein Vergnügen offensichtlich für unsere Kunden. Wir haben auch immer wieder Nachfragen, ob wir es verkaufen wollen. Der Preis von diesem Teil kann ich selber nicht sagen. Geboten worden sind schon die 10.000 Franken. Irgendwann ist der Tisch zu uns gekommen, mit den Aloienfüßen. Wo wir ihn genauer angeschaut haben, haben wir dann eine Inventarplakette gefunden von der Schweizerischen Nationalbank. Seitdem suchen wir noch das Gold, das dazugehört. Etwas weilen erfolglos. Wir können ihn etwa haben, den Tisch, für um die 1000 bis 1500 Franken. Wir haben ja eine wunderschöne Bücherabteilung im Zürcher Brockenhaus. Einer von diesen Schätzen ist ein Buch von George Heim mit Gedicht drin von ihm und 47 Originalholzschnitte von Ludwig Kirchner. Dem geben wir natürlich Sorge, das tun wir nicht einfach ins Regal stellen. Da schauen wir zuerst einmal, ob irgendein Museum Interesse daran hat. Zwischen 3 und 5.000 Franken. Also ganz in unserem Auftrag, alte Dinge Sorge zu geben. Wir haben nämlich damals die Restbestände der schliessenden Mewa kaufen. Im Verkauf zurzeit sind vor allem die Mewa-Werkzeugboxen in verschiedenen Farben. Die neuen werden verkaufen für 49 Franken. Da hat es noch ein paar wenige. Und die alten sind so bis zu 70, 75 Franken, je nach Zustand.